Wird sehr interessant, wie es die Teams heute anlegen. Das ist der Weg. 157,4 Kilometer. Es geht also von Innsbruck durch das Inntal zum Einrollen ganz flach dahin. Dann biegen wir ab nach dem Sprint in Kirchbichl über Itter und Hopfgarten durchs Brixental. Und dann gibt's die obligaten Runden, nämlich um Kitzbühel mit den Ortsdurchfahrten. Gleich kleine Runden geht's da am Schwarzsee vorbei Richtung Going. Und dann beginnt der Schlussanstieg über 7 Kilometer, die Teufelskehren auf das Kitzbühler Horn. Offiziell gestartet die Etappe heute kurz nach 11.20 Uhr und natürlich geht's gleich richtig los. Ja, war auch wieder zu erwarten. Heuer gibt es ja bei dieser Rundfahrt nicht sehr viele Etappen, wo die Roller vorne mitmischen können. Morgen wird eine solche sein. Und bei der heutigen Etappe, speziell bei der Anfahrt hin zum Kitzbüheler Horn, werden natürlich einige versuchen, noch in der Fluchtgruppe wegzukommen. Da haben wir Stefan Denifel für den, wer das Horn war. Schon sehr stark gefahren dort am Horn und da hat er sich durchaus heute Chancen ausgerechnet. Und die ersten Attacken in der Anfangsphase. Teamkollege von Ivan Basso vorne vom Cannondale-Team, Federico Canuti, zieht einmal die erste Gruppe weg an seinem Hinterrad. Harald Totschnig vom Tirol-Team, der älteste Österreicher im Feld. Und an seinem Hinterrad Alessandro Malaguti vom Androni-Team, also zwei Italiener. Das Ganze aber, wie gesagt, auf den ersten Kilometern. Schauen wir mal, ob die wegkommen. Hinten einmal ein paar Sekunden schon Vorsprung für diese drei Mann hier kurz nach Wattens. Ja, aber da wird momentan hinten gar nicht so richtig reagiert, weil normalerweise ist es in der Startphase so, Achtung, fertig, los, da zieht sich das Feld einmal in die Länge, es wird sehr viel attackiert. Meistens werden die ersten Ausreißversuche vereitelt oder wieder eingeholt, aber da ist momentan relativ wenig Reaktion hinten im Feld. Harald Totschnig, 5 Minuten 41, sein Rückstand in der Gesamtwertung nach gestern. Verpflegung gibt es noch hinten für Ricardo Zeudel. Auch er und seine Mannen vom Gourmet-Fein-Wels-Team reagieren nicht. Und wir sehen schon, die drei haben einen ganz ordentlichen Vorsprung. Schon herausgefahren, schon über 2 Minuten Vorsprung für die Drei-Mann-Spitze mit Harald Totschnig. Die beiden anderen liegen 10 bzw. 19 Minuten zurück, also keine Gefahr. Deswegen lassen wir die jetzt auch einmal fahren. Ja, fürs Gesamtklassement auf gar keinen Fall. Mir wundert es, dass eigentlich so eine kleine Gruppe hier weggekommen ist, dass es andere Teams nicht geschafft haben, hier mitzufahren. Ja, und hier Fabian Cancellara, einer der ganz Großen, einer der Sterne dieser Rundfahrt. Schauen wir mal, was der, seine Stärke wird er wahrscheinlich erst am vorletzten Tag im Bodersdorf ausspielen. Er hat auch schon gestern ordentlich Zeit aufgebrummt bekommen. Kommen zur ersten Sprintwertung in Schwarz. Die Sprintpunkte spielen für diese Herren natürlich auch keine Rolle. Da wird drüber gerollt und Malaguti ist vor Harald Totschnig und Canuti voran. Ins Ziel sind es aber noch 140 Kilometer. Ja, ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Fluchtgruppe, wenn da nicht gesprintet wird um die Punkte. Jetzt haben sie bereits 2 Minuten 50 Vorsprung. Also sie dürften sehr gut harmonieren, teilen sich die Führungsarbeit ab. Und ganz, ganz wichtig eben, dass sie gemeinsam versuchen, da jetzt den Vorsprung herum. Erstens einmal ist es noch ein weiter Weg bis zum Fuße des Kitzbüheler Horns, aber auch die einzige Chance, die sie haben, hier jetzt wirklich Zeit herauszufahren, indem sie Einigkeit beweisen. Hier beginnt jetzt der Anstieg aufs Kitzbüheler Horn. Wie groß ist noch der Vorsprung? Es sind noch 2 Minuten 20, also das ist sehr, sehr wenig. Da ist jetzt natürlich ganz wichtig, auch für die Hinteren, für die Bergfahrer, wirklich in den vorderen Positionen zu sein, denn wenn du hier an 40., 50. Position hineinfährst, dann hast du nach diesen Kurven, wo man dann sehr stark Tempo rausnehmen muss, je breiter das Feld wird, dann hast du dann schon mal 15, 20 Sekunden Rückstand. Also hier ist die Position ganz, ganz wichtig. Die drei Mann noch immer vorne und da ist Malaguti einmal der Erste, der mal andrückt. Gleich auf dieser ersten Rampe noch 7 Kilometer bis ins Ziel, aber hinten brausen sie heran. Und da sehen wir auch Ricardo Zeudel rechts im gepunkteten Trikot. Auch er hier an der Spitze des Feldes vorne mit dabei. Ja, aber der Vorsprung wird offensichtlich nicht reichen. Konter von Totschnig jetzt an der Spitze. Malaguti wird wieder abgefangen und Totschnig versucht da offensichtlich jetzt doch noch alleine auf eigene Faust weiterzufahren. Ja, er sieht natürlich seine Fälle ein bisschen davon schwimmen, will natürlich die Chance trotzdem noch nützen, aber jetzt aus dieser Sicht nach dieser langen Flucht zu dritt ist es eher unrealistisch, dass hier einer von diesen dreien wirklich ganz vorne das Ziel erreicht. Denn die kommen näher und näher, da kommt Ian Boswell, der US-Amerikaner von der Sky-Mannschaft und dahinter Kvasina, der Kroate.
Die Weidecken können sich da ein bisschen lösen aus dieser großen Gruppe. Das gelbe Trikot auch noch hinten in dieser großen Gruppe mit Ricardo Zeudel, während hinten natürlich alles schon weit auseinandergezogen ist. Da ist Grifko schon draußen, der Anfahrer, der für Astana jetzt das Tempo gemacht hat, fällt auch schon weit zurück. Ja, solche Attacken passieren dann eben wie vorne, passieren dann oft von Fahrern, die dieses Kitzbühelhorn noch nicht kennen. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen Rhythmus findest, dass du einfach dein Tempo fährst. Da kommt jetzt auch noch ein dritter Mann dazu, das ist Ede links mit dem gelben Helm. Vorne aber noch immer 5 Kilometer vor dem Ziel, Solo Harald Totschnig. Und wir schauen auch hinten, aber da kommen die schon näher. Also normalerweise beim Straßenrennen, wenn es jetzt flach ins Ziel geht, würde ich sagen 5 Kilometer, 2 Minuten, das könnte reichen. Aber aufs Kitzbühelhorn, da ist es noch ein langer Weg. Ede jetzt vor Kwasina und dahinter Djatschenko aus der Mannschaft von Kevin Seldreyers, den sehen wir jetzt im Moment noch nicht vorne. Der fährt dann auch weiter hinten. Immer wieder der Blick zurück auf den Kehren, kann man dann erkennen, ob die schon näher kommen. Und leider sind sie auch schon nahe gekommen, Harald Totschnig. Die Führung ist Geschichte nach über 100 Kilometer. Ja, den werden sie jetzt durchreichen. Da ist natürlich jetzt die Luft draußen. Aber muss wirklich sagen, bravo Harald, dass er beherztes Rennen gefahren, hat sich vorne gezeigt. Und mit ein bisschen Glück hätte die Rechnung auch ganz anders aufgehen können. Ja, da fällt er jetzt zurück, weit schon das Trikot offen und da kommt auch schon die nächste starke Gruppe. Da ist Seldreyers mit dabei und hinten auch Ricardo Zeudel. Das sind diese engen Kehren, das sind die Tücken hier am Kitzbühelhorn. Ja, für den Ricardo ist es einfach wichtig, jetzt seinen Rhythmus auch zu finden. Natürlich auch zu schauen, was machen die anderen, aber irgendwann kommst du zu einem Zeitpunkt, weil der Windschatten dort sehr wenig Rolle spielt oder fast oder überhaupt keine Rolle spielt, dass du einfach deine Rennen dann fährst. Idee also vorne vor Djatschenko. Und dahinter noch der Kroate Kwasina. Aber dahinter sind schon ganz starke jetzt mit dabei. Attacke von Seldreyers. Schau, wie der rausgeht. Wie die Lokomotive. Ja, die haben offensichtlich unten doch nicht momentan so das Tempo forciert. Und deswegen gelingt es ihm jetzt wirklich so zu beschleunigen. Aber er hat gestern schon gezeigt, dass er wirklich in guter Form ist. War natürlich auch enttäuscht, dass er nicht zur Tour de France mitgenommen ist. Ist in der Form auch eine Tour de France gut zu fahren und versucht jetzt eben hier bei der Österreich-Rundfahrt dies auch zu beweisen. Da ist Djatschenko, sein Teamkollege, der jetzt mittlerweile schon die Führung übernommen hat. Auf Rang 3 jetzt Ede, dahinter Kwasina, der geht richtig ein. Und da haben wir Ricardo Zeudel, der hält sich jetzt im Moment so auf Rang 7, Rang 8, da schon hinter jetzt seinem Teamkollegen Kwasina, der nicht mehr mit kann, aber der schaut doch gut aus, Ricardo Zeudel. Ja, er ist natürlich ein guter Bergfahrer, aber möglicherweise das Kitzbühelhorn mit seinen extrem steilen Rampen bis zu 22% vielleicht doch nicht ganz sein Terrain, obwohl er gestern sehr, sehr positiv war nach seinem zweiten Platz. Ja, und jetzt schnappt sich Seldreyers auch den Teamkollegen an der Spitze, der dreht sich um dahinter. Ein weiterer Astana-Mann da zu erkennen, wenn wir dann schauen, wer da hinten nachkommt. Das ist Fabio Aru, der Italiener, also jetzt Astana, voll im Rennen hier am Kitzbühelhorn. Ja, bei Astana, die haben natürlich einen Kader von 29 Mann, ein Teil davon fährt die Tour de France und auch die anderen, die ja keine Nasenbohrer sind, versuchen jetzt natürlich auch hier bei der Österreich-Rundfahrt auch UCI-Punkte zu sammeln, um eben auch ihren Marktwert zu steigern und jeder versucht natürlich hier wirklich auch sein Bestes zu zeigen. Ja, und das tut er, da ist Seldreyers, der hat jetzt auch schon einige Meter wieder zwischen ihn und seinen Teamkollegen Djatschenko gebracht und ist jetzt alleine an der Spitze und dahinter hat sich auch Aru wieder ein bisschen herangekämpft. Aber noch immer 50 Sekunden Rückstand, eine Minute Rückstand für die Gruppe dann dahinter und etwa eine Minute Rückstand noch für Ricardo Zeudel. Also wir sind schon in diesem steilsten Stück auf den letzten 1,5 Kilometer. Also da stellt sich die Straße momentan richtig auf und man sieht es an den Gängern, sie fahren Übersetzungen 34, 27, manche haben hinten sogar 29er Grenze montiert. Also da brauchst du schon wirklich alle Energie, dass du überhaupt diese Rampe raufkommst. Und wenn du da eine Schwäche hast, dann macht sie die Beinhart bemerkbar. Und wir sind bei Ricardo Zeudel, aber der sieht noch gut aus, denn der hat jetzt wieder einiges aufholen können, ist da jetzt schon hinter Ede dran, angefeuert auch von tausenden Fans heute wieder. Tolle Stimmung am Kitzbühelhorn. Er fährt natürlich einen etwas schwereren Gang als Seldreyers. Man sieht es, er hat bei weitem nicht seine Umdrehungszahl, also das ist sein Rhythmus, einen schweren Gang zu fahren und Seldreyers vorne weg. Ja, aber das ist wie eine Lokomotive. Er ist schon hier auf dem letzten Kilometer, sieht schon das Etappenziel jetzt oben und kann sich jetzt beruhigt mit dem Blick nach unten wenden, denn die beiden Teamkollegen, die werden ihm diesen Sieg jetzt nicht mehr wegnehmen. Djatschenko
Und da ist Zeudel schon dran an Idee. Also nach dem gestrigen Schlussstück, tolle Leistung wieder von Ricardo Zeudel, dem österreichischen Bergmeister dieses Jahres, der ja seine Visitenkarte bei den Teams abgeben möchte. Er hat auch schon einige Gespräche geführt letzte Woche im Ausland. Also das ist jetzt seine Chance. Er hat auch schon einen Vertrag zu Hause liegen, den er gesagt hat, na, unterschreiben tut er noch nicht. Er wartet jetzt einmal die Österreich-Rundfahrt ab, gibt aber natürlich noch nicht bekannt, bei welchem Team. Das ist schon ja die Promenade eigentlich für Kevin Seldreyers. War schon Vierter hier am Kitzbüheler Horn einmal und jetzt will er natürlich diesen Sieg. Dahinter Djatschenko und dahinter auch Fabio Aru. Aber da brennen jetzt die Beine. Also da heißt nur noch Zähne zusammenbeißen und durch. Weil wenn du da ein paar Dritte leer machst oder das Gas rausnimmst, ist schon der Nächste hinten drauf und kann dir sogar den Etappensieg kosten. Also da geht es natürlich jetzt. Bei ihm geht es natürlich auch ums Gesamtklassement. Er versucht natürlich keine Sekunde zu verschenken. Also unter einer Minute, das wäre schon toll, wenn er bleiben könnte, was den Rückstand betrifft. Und er sieht die Fahrer vorne noch immer vor sich, jetzt schon hier auf den letzten 500 Metern. Aber da ist er schon bei der 150-Meter-Marke, der neue, der erste belgische Sieger am Kitzbüheler Horn. Seit 2000 wird er hier gefahren. Kevin Seldreyers, ganz souverän mit dem gelben Trikot, zieht das voll durch und fährt hier also zum Erfolg. Und die Frage ist natürlich auch, war das schon eine Vorentscheidung in dieser Rundfahrt? Wann kommen die nächsten? Aber die sind eigentlich sehr, sehr knapp dran. Also es dürfte auch in den nächsten Tagen sehr, sehr spannend werden. Auffahrtsrekord, da sind sie weit entfernt von Thomas Urecker heute. Über 35 Minuten unterwegs. Und nach 4 Stunden und 17 der Sieger am Horn. Also wie gestern schon am Kühtai, Kevin Seldreyers. Ja, die sind auch gut dran geblieben, die Teamkollegen. Wenige Sekunden nur zurück. Herrlich auch die Stimmung, es ist fast Giro oder Tour de France Stimmung hier am Kitzbüheler Horn. Und natürlich auch das Wetter spielt hier mit eine Rolle. Djatschenko, 5 Sekunden zurück, dahinter Aru dann auf Platz 3, nur 14 Sekunden. Dahinter kommt Dries Deveneins mit 26 Sekunden Rückstand. Und wir warten natürlich auf Ricardo Zeudel und der ist da. Kommt da als Fünfter ins Ziel, kann er den Rückstand unter einer Minute halten, es sieht derzeit sehr gut aus. Ja, da geht das natürlich alles. Jetzt beißt er noch einmal rein. Er weiß, es geht um jede Sekunde. Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Zeitfahrer und je weniger er verliert, desto mehr größer sind dann die Chancen, auch im Zeitfahren in Bodensdorf noch etwas gut zu machen. Und jetzt gibt er noch einmal richtig Gas. Ja, super. Und das ist Ricardo Zeudel mit Rang 5 und das ist in der Endabrechnung dann auch der dritte Platz in der Gesamtwertung. Dann haben wir auch noch Stefan Denifel, der auch den Rückstand in Grenzen halten kann, kommt mit 1,5 Minuten Rückstand jetzt ins Ziel auf Rang 14. Aber war von der Klasse auch deutlich hinter Zeudel heute, das muss man sagen. Ja, aber es ist super Rennen gefahren, wirklich brav gefahren. Ja, und leider, ja, natürlich zurückgereicht. Harald Dotschnig nach der langen Fahrt in der Spitzengruppe am Ende verliert er über 7 Minuten und kommt als 56. oben an. Ja, Das spielt aber jetzt keine Rolle. Wenn sie einmal an dir vorbeifahren, dann ist das Rennen vorbei. Und ja, das war wirklich ein braves, beherztes Rennen von Kompliment an das Team Tirol. Ja, und wie sich die Strapazen hier am Kitzbüheler Horn auswirken, das können wir Ihnen jetzt zeigen. Bilder, die wir jedes Jahr sehen, aber da ist die Flasche wirklich leer. Ricardo Zeudel nach dem Zieleinlauf. Ja, teilweise bekommen die Fahrer auch noch Krämpfe, weil es ist die letzte halbe Stunde darauf, oder 40 Minuten fast, das ist Vollgas. Das Ergebnis heute am Kitzbüheler Horn. Kevin Seldreyers gewinnt also 5 Sekunden vor Djatschenko und Aru. 5. Ricardo Zeudel, 14. Stefan Denifel und am Ende 56. Harald Totschnig. Und in der Gesamtwertung mit den Zeitgutschriften verschiebt sich da natürlich noch einiges. Kevin Seldreyers bleibt natürlich in Gelb, 43 Sekunden jetzt vor Djatschenko. Zeudel auf Rang 3 und Stefan Denifl ist 10. 3 Minuten 05 sein Rückstand. Also alles noch möglich für Ricardo Zeudel in der Gesamtwertung dieser Österreich-Rundfahrt. Der Champion am Kitzbüheler Horn auf über 1800 Meter. Erstmals also aus Belgien, Kevin Seldreyers. Kann sich morgen ein bisschen entspannen. Eine kurze Etappe von Heiligenblut nach Matrei. 40 Sekunden Vorsprung und im Trikot des besten Österreichers mit der Chance aufs Stockerl in der Gesamtwertung Ricardo Zeudel.